Willkommen zu den Gravity Weekly Video News Nummer 10 2018. Am vergangenen Wochenende war der Downhill World Cup Zirkus in Leogang wieder zu Gast. Dort hat wieder, zweite Mal in Folge, der Franzose Amaury Perrin gewonnen vor Quinn und Greenland. Bei den Damen hat Rachel Etherton gewonnen vor Miriam Nicole und Tracy Hannah. Ganz besonders möchten wir aber bei den jüngeren Damen, bei den Junior Women, Wally Höll loben. Diese hat jetzt wieder den World Cup in ihrer Klasse gewonnen mit ganzen 15 Sekunden Vorsprung. Das muss man sich mal vorstellen. Also sie wird auf jeden Fall eine krasse Karriere hinlegen. Wir sind gespannt, sobald sie bei den Damen starten kann. Heute, also am Samstag, findet in Innsbruck der Slopestyle Contest der FMB World Tour statt. Dort ist ja aktuell das Crankworx Festival zu Gast, das zweite von vier in diesem Jahr. Und wer den Livestream nicht verpassen möchte, der schaut jetzt in die Videobeschreibung und kann ab heute 15.30 Uhr den Livestream schauen. Dual Speed and Style war bereits, könnt ihr aber nochmal das Replay schauen. Und morgen am Sonntag gibt es dann das Finale vom Downhill-Rennen. Übrigens startet beim Crankworx, beim Slopestyle Contest, Erik Fettko mit Lukas Knopf. Das sind die beiden Deutschen im Fahrerfeld. Und Erik Fettko hat ganz frisch ein Sponsoring bei TSG, also Helm und Protektoren, abgestaubt. Konnte letztes Jahr die Amateurklasse der FMB World Tour gewinnen und startet so in diesem Jahr bei jedem Diamond Event, also in der höchsten Klasse der FMB World Tour. Die kommende News wird den einen oder anderen zwar freuen, aber vielleicht ein bisschen verwirren, denn mit dem Hunsrück eröffnet der erste Bikepark, und zwar am Erbeskopf. Und der ist nicht zu verwechseln mit dem Iderkopf, das ist auch im Hunsrück, und die beiden Berge sind quasi Nachbarn. Aber der Iderkopf, über den wir bisher öfters schon berichtet haben, der soll nächstes Jahr seine Pforten öffnen. In diesem Jahr ist aber der Trailpark Erbeskopf an erster Stelle. Dort sollen 8 Strecken insgesamt entstehen. Allerdings sind jetzt 2 Strecken inklusive Lift fertig. Der Lift stand schon vorher dort vom Winterbetrieb. Und am 23. 24. Juni, also nächstes Wochenende, ist es soweit. Man kann zum ersten Mal dort fahren. Der Lift öffnet ab 10 Uhr. Nimmt die Leute mit nach oben und dann kann man die ersten beiden Strecken fahren, testen und die Eröffnung feiern. Wenn ihr da mehrere Informationen wollt, dann schaut bitte in die Videobeschreibung. In Reutlingen hat das dritte Panzergelände-Festival stattgefunden. Das war ein Mix aus Vorcross-Rennen, Slopestyle-Contest und Pumptrack-Rennen. Beim Slopestyle-Contest, der Teil der deutschen Freestyle-Mountainbike-Tour war, konnte Lukas Hubert vor dem Niederländer Loic Quadflieg und Erik Fettko gewinnen. Beim Vorcross war es Lokalmatador Benedikt Lars, der sich vor der Konkurrenz durchsetzen konnte, namens Gustav Dadela und Robin Bregger. Ebenfalls am letzten Wochenende war der zweite Lauf des Specialized Rookies Cup in Steinach zu Gast. Der kleine thüringische Bikepark hatte dort beste Bedingungen bei schönstem Wetter für die Nachwuchsfahrer. Erfreulicherweise war auch das Propane Gravity Kids Team vor Ort. Sind wir, wie gesagt, Medienpartner, und dort konnte Emil Keller einen super Platz in der Boys U15 Klasse einfahren. Er ist auf dem 8. Platz gelandet, also Top 10. Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle ein Event-Tipp für Juli. Das ist zwar noch genau 4 Wochen hin, aber vom 12. bis 15. Juli findet wieder das Glamride Festival in Saalbach-Hinterklemm statt. Dort ist zum einen breites Rahmenprogramm mit Konzerten geboten, aber natürlich auch mit viel Bike-Action. So ist auch wieder die FMB World Tour dort zu Gast. Der Kurs wird wieder durch den Ort führen und Downhill-Action gibt es ebenfalls. Einmal für den Nachwuchs, Specialized Rookies Cup ist vor Ort, aber auch der IXS Downhill Cup. Wenn ihr dort mitfahren wollt und noch einen Startplatz ergattern wollt, dann schaut in der Videobeschreibung nach dem Link. Und wir sind in diesem Jahr leider nicht mit Stand vor Ort, werden aber so vor Ort sein und Fahrrad fahren. Also sagt mal Hallo. Nächstes Jahr werden wir dann wieder mit Stand vor Ort sein. Der Veranstaltungsort für das Finale der Red Bull Pumptrack World Championship steht fest. Dafür geht es rüber in die USA, ins Jones Center. Das ist quasi so ein riesen Sportareal, vergleichbar mit Woodward West in Arkansas.
Und dort hat Vedo Solution den größten asphaltierten Pumptrack in Nordamerika gebaut. Wer bei diesem Finale starten möchte, muss sich zuvor bei den 21 Pumptrack-Events qualifizieren. Am 14. Juli habt ihr dazu noch die Chance, in Großumstadt euch zu qualifizieren. Falls ihr aus der Schweiz kommt, habt ihr sogar die Möglichkeit, eine Woche früher euch zu qualifizieren. Dort ist ein Rennen in Domas-Ems. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung inklusive Link. Kommen wir nun zum Videotipp für diese Woche. Dieser nennt sich Driven und stammt von Brandon Fairclough. Eigentlich ein Werbeclip für seinen Sponsor Daiichi. In diesem Film geht es nämlich, oder in diesem Edit geht es um seinen neuen Signature-Lenker. Aber in 2,5 Minuten bekommt ihr sehenswerte Whip- und Downhill-Action geboten. Also falls ihr euch stoked fürs nächste Wochenende stimmen wollt, um aufs Bike zu steigen, schaut euch das Video über den Link in der Videobeschreibung an. Das war's mit den Videonews in dieser Woche. Ihr könnt euch aber auf unsere kommenden Testvideos freuen. Zum Beispiel waren wir mit Enduro Hardtails von Transition unterwegs, ein 650B Hardtail gegen 29 Zoll auf dem Flowtrail Stromberg. Ansonsten schaut gerne auch im Gravity Online Shop vorbei. Dort gibt es wie immer Gravity Merch, Loose Riders Klamotten und Stuff von Scrap Gear. Also viel Spaß euch auf dem Bike, möge die Schwerkraft mit euch sein.